Ja, huhu, ich bin der Koali und ich erzähle euch etwas über Polaris Nightmare. Fangen wir an mit den Vorbereitungen zu dem Dungeon. Denn ihr fragt euch bestimmt, wenn ich als Tank, Heiler oder DPS in eine Gruppe dazukomme, was erwartet man von mir an Werten oder Fähigkeiten? Als erstes der Tank. Der Tank sollte folgende Werte erreichen können: 650 Trefferwert oder mehr, 800 Blockwert oder mehr und nicht schaden kann ein Durchdringungswert von 900. Ihr könnt auch etwas weniger Durchdringung mitnehmen, wenn ihr einen von den The Park Woodcutter Items habt, die die Durchdringung steigern können. Als Abilities solltet ihr mithaben den Agitator und auf jeden Fall zwei oder drei Unterbrecherfähigkeiten. Zum Beispiel den Chaotic Pull aus dem Chaosbaum. Als DPSler müsst ihr folgende Werte beachten: 650 oder mehr Trefferwert und 400 oder mehr Durchdringung mit dem Woodcutter-Item aus The Park oder 900 oder mehr ohne das Woodcutter-Item aus The Park. Bei den Abilities möchte ich eine Sache hervorheben, nämlich das sogenannte Dubs. Wenn ihr nicht wisst, was das ist, Dubs ist eine Abkürzung für Deadly Aim und Breaching Shot. Das sind aus dem Pistolenbaum und aus dem Schrotflintenbaum zwei Buffs, die jeweils die Gruppe stärken und dafür sorgen, dass ihr mehr Schaden macht. Einer der DPSler sollte Dubs immer dabei haben, damit die Gruppe gestärkt werden kann. Generell verzichtet als DPSler bitte auf Fähigkeiten, die beeinträchtigt oder behindert auslösen beim Gegner, denn diese Fähigkeiten sind für den Tank vorgesehen. Wenn ihr Heiler seid, habt ihr zwei verschiedene Möglichkeiten, effektiv in Nightmare Dungeons zu heilen. Entweder ihr seid ein Faust- oder Blutheiler, dann heilt ihr mit Direktheilung und Schilden. Oder ihr seid ein sogenannter Leech-Heiler, das heißt, ihr heilt durch einen Teil eures Schadens. Wenn ihr Leech-Heiler spielen möchtet, dann sorgt dafür, dass ihr einen Trefferwert von 650 oder mehr mitbringen könnt, denn ihr müsst treffen, damit ihr heilt. Ebenfalls ist ein Durchdringungswert von 400 oder mehr mit Woodcutter oder 900 oder mehr ohne Woodcutter zu empfehlen, um die Blockchance in diesem Dungeon der Gegner zu umgehen. Solltet ihr Blut- oder Faustheiler spielen, dann empfiehlt sich ein ausgewogenes Verhältnis zwischen kritischem Trefferwert und kritischer Trefferkraft. Wie dies Verhältnis ist, da scheiden sich die Geister. Ein ausgewogenes Verhältnis für mich ist ungefähr 50-50 oder zwei Drittel kritische Trefferwert und ein Drittel Trefferkraft. Das ist, wie gesagt, Geschmackssache. Ihr wollt aber auf jeden Fall möglichst viele kritische Treffer erzielen und die sollen auch möglichst stark sein. Ebenfalls solltet ihr als Heiler einen Effekt mitnehmen, der die komplette Gruppe heilen kann. Soweit zu den Vorbereitungen. Nun schauen wir uns die einzelnen Bosse an. Der Kampf beginnt mit einer Gruppe von Ads. Die sollte eigentlich kein großes Problem darstellen. Einfach den Tank vorlaufen lassen und mit Flammenwerfern oder AOE-Schaden die Ads ins Jenseits befördern. Achtet darauf, die Wasserflächen nicht zu betreten, denn diese werden euch durch die Elektrizität einiges an Schaden zufügen. Der Tank läuft vor und nagelt den Boss auf dieser Insel hier vorne fest, während die anderen in Ruhe Schaden auf ihn machen können. Der Tank sollte sich beeilen, zum Boss zu gelangen, denn am Anfang des Kampfes wird dieser die Fähigkeit Ruf der Tiefe nutzen. Diese Fähigkeit müsst ihr auf jeden Fall unterbrechen, denn diese führt meistens zum Gruppentod. Eine zweite Fähigkeit, die der Boss nutzt, ist Mjolnirs Echo. Auch diese solltet ihr abbrechen, denn sie führt dazu, dass der Boss den Tank ignoriert und meistens den DPS oder den Heiler direkt tötet.
Ist der Boss besiegt, vergesst bitte nicht, eure Beute einzusammeln, denn euch würden sonst wertvolle Schwarzbarren verloren gehen. Ebenso scheut euch nicht, die Bedarf-Funktion zu klicken, denn am Anfang könnt ihr Glyphenkits und Ausrüstung, die hier fällt, ganz gut gebrauchen. Bevor wir zu Boss 2 gelangen, müssen wir zuerst ein paar Ads loswerden, die uns den Weg versperren wollen. Dazu lassen wir den Tank wieder vorlaufen und die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Der zweite Bosskampf ist relativ geradlinig. Der Tank läuft vor und bindet den Boss an der Stelle, wo er jetzt steht. Der Boss nutzt zwei Fähigkeiten, die der Tank unterbrechen sollte. Einmal die Gezeitenwand, die ihm ein Schild verleiht, und einmal den Todesschrei, der eine Schadenszone um ihn herum erzeugt. Außerdem wird der Boss versuchen, Adds herbeizurufen, die ihm helfen. Der Tank kann sie einfach an sich binden. Der nächste Bosskampf ist in zwei Phasen unterteilt. In der ersten Phase taucht der Boss mehrmals im Wasser auf und ab, während wir versuchen, ihm Schaden zuzufügen. Dann läuft er für uns weg und in der nächsten Zone können wir ihn dann endgültig stellen. Dieser Boss nutzt zwei Fähigkeiten, die wir schon vom Boss Nummer 1 kennen, nämlich den aufgeladenen Hack, der massiv Schaden verursacht, und Mjolnirs Echo, welcher dazu führt, dass der Boss den Tank ignoriert und auf die Gruppe losgeht. Beide Fähigkeiten sollte der Tank unterbrechen. Zusätzlich nutzt der Boss die Attacke Tiefendetonation, die einen Bereich um ihn herum entstehen lässt, in dem niemand drinstehen sollte, weil dieser extremen Schaden verursacht, der jeden tötet, außer dem Tank. Wie ihr gesehen habt, ruft der Boss, wenn er abtaucht, einige Adds herbei, die möglichst schnell von Flammenwerfern oder AOE-Attacken von euch getötet werden sollten. Haben wir genug Schaden verursacht, so wird der Boss vor uns Reißaus nehmen. Auf seiner Flucht wird er einige Adds herbeirufen, die wir schnell per AOE-Schaden entfernen können. Kommen wir nun in Phase 2 des Kampfes. Der Boss steht zwischen den Containern und wird zuerst das Wasser und dann nach und nach die Container mit Strom versehen, der uns Schaden zufügt. Der Tank unterbricht zum Beispiel Mjolnirs Echo oder den aufgeladenen Hack, während der Heiler vor allen Dingen auch mit Gruppenheilung die Gruppe am Leben hält. Nach diesem Kampf erwartet uns wieder eine Gruppe von Trash-Gegnern, die wir diesmal ignorieren können. Der Trick ist es, einfach so schnell wie man kann mit Sprinten an den Gegnern vorbeizulaufen, bis wir in die Zone des nächsten Bosses gelangen. Dieser Boss wird bei ungefähr 50% seines Lebens explodieren und drei Adds herbeirufen, die mit einem positiven Effekt verstärkt sind. Der Effekt sorgt dafür, dass wir sie nur ganz schlecht treffen können. Es gibt mehrere Arten, diese Adds zu besiegen. Die gängigste Methode ist es, die Flügelattacke, die man am Ende der Kaidan-Story-Missionen bekommt, zu nutzen, um die Adds sofort auszuschalten. Die etwas ältere, aber genauso effektive Methode ist es, Fähigkeiten zu nutzen, die Effekte reinigen, zum Beispiel Aufräumen aus dem Schrotflintenbaum. Der Tank läuft wieder vor und zieht den Boss Richtung Ausgang des Bereichs. Dort werden während dem Kampf ein paar Adds erscheinen, die er dort ganz einfach einfangen kann. Solltet ihr als DPSler Bereichsattacken wie zum Beispiel Manifestationen aus dem Elementarismusbaum benutzen, dann wartet mit der Platzierung so lange, bis der Tank den Boss an das Ende des Bereichs gezogen hat.
Auch dieses Mal müssen wir, bevor wir zum nächsten Boss gelangen, ein paar Trash-Mobs beseitigen. Damit wir nicht gegen alle Gegner kämpfen müssen, kann man an dieser Stelle zwischen den Containern sich an ihnen vorbeischleichen. Schauen wir uns an dieser Stelle die Kampfarena einmal genauer an. Der Tank wird sich auf der rechten Seite auf dem Container platzieren, alle anderen auf der linken Seite, so weit wie möglich vom Tank entfernt. Der Boss wird AOE-Attacken im Wasser platzieren, die uns massiven Schaden zufügen können. Deswegen meiden wir das Wasser und platzieren uns oben auf den Containern. Außerdem ruft der Boss Adds herbei, die neben uns explodieren und uns so sofort ausschalten können. Entweder töten wir diese Adds, bevor sie uns erreichen, oder wir nutzen die Fähigkeit Fingerfertigkeit aus dem oberen Mixbaum, um für eine kurze Zeit lang immun zu werden gegen diese Attacken. Der Tank sollte folgende Fähigkeiten unterbrechen. Zunächst die Gezeitenwand, die den Boss mit einem Schild versehen würde, und die psychische Todeszone, die eine AOE-Attacke im vorderen Containerbereich ist, die sofort alle DDs und Heiler ausschalten kann. Haben wir diesen Boss besiegt, dürfen wir eine der tollsten Zwischensequenzen im ganzen Spiel genießen. Willkommen beim finalen Kampf in diesem Dungeon, der Kampf gegen den Urdraug. Ihr werdet gleich etwas sehen, was ihr auf keinen Fall nachmachen solltet. Unsere DPSler werden zwischendurch im Kampf aufhören, Schaden zu machen. Das haben wir in diesem Video nur gemacht, damit wir euch alle Mechaniken des Bosses zeigen können. Wenn ihr den Urdraug bekämpft, solltet ihr zu jeder Zeit, in der ihr das könnt, dem Urdraug Schaden zufügen. Am Anfang versammeln sich alle außer dem Tank hier an diesem Felsen. Der Tank steht links von uns und wird gleich einfach geradeaus laufen und den Urdraug angreifen. Dadurch wird der Boss vom Team weggedreht, sodass die DPSler und der Heiler vor seinen schweren Attacken erstmal sicher sind. Der Urdraug ist durchaus in der Lage, einen Tank mit zwei oder drei Schlägen zu töten. Daher solltet ihr als Heiler darauf achten, eure stärksten Heilungskräfte jetzt anzuwenden. Der Boss wird eine Fähigkeit namens Kosmischer Blick benutzen, um euch zurückzuschleudern. Da ihr aber mit dem Rücken zur Wand steht, kann diese Attacke euch nicht viel Schaden zufügen. Die nächste Attacke wird Niederschlag sein. Das ist eine Kegelattacke nach vorne, der ihr ganz einfach ausweichen könnt. Habt ihr genug Schaden angerichtet, so wird der Gegner abtauchen und ihr solltet euch möglichst schnell hinter einem Felsen verstecken. Taucht der Urdraug wieder auf, wird er verhindern wollen, dass ihr euch bewegen könnt. Ihr könnt das umgehen, indem ihr Fingerfertigkeit oder wie hier Win-Win benutzt. Danach solltet ihr den Bereich mit den weißen Blubberbläschen möglichst schnell verlassen, denn hier wird der Urdraug wieder auftauchen. Wie ihr seht, hat der Tank eine andere Richtung gewählt als der Rest seines Teams. Somit können die DPSler und der Heiler wieder in Sicherheit hinter dem Urdraug stehen. Habt ihr genug Schaden gemacht, nutzt der Boss die Fähigkeit Zerreißen des Schleiers und wir treten in die sogenannte blaue Phase über. Hier ist es wichtig, zu keiner Zeit vom Boss gesehen zu werden. Versteckt euch hinter den Felsen.
Der Boss wird nun ziellos in der Arena umherwandern und euch suchen und dabei zufällig Felsen zerstören. Hoffentlich nicht den Felsen, hinter dem ihr euch versteckt. Außerdem ruft der Boss Ads zur Hilfe, die euch ebenfalls suchen. Diese Ads haben einen positiven Effekt, der sie verstärkt und der es für euch fast unmöglich macht, sie zu treffen. Daher solltet ihr versuchen, sie gar nicht erst anzugreifen. Entdecken sie euch, sollte der Tank versuchen, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und auf den Heiler vertrauen, dass er die Attacken der Ads gegenheilen kann. Nach einer gewissen Zeit verschwindet die blaue Phase wieder und der Urdrauch kann wieder angegriffen werden. Sofort beginnt der Tank damit, den Boss von der Gruppe wegzudrehen. Kurz vor seinem Tod wird der Urdrauch wieder in die blaue Phase eintreten und dabei alle restlichen Felsen explodieren lassen. Passt auf, dass ihr nicht daneben steht, denn sonst seid ihr sofort tot. Anders als in der ersten blauen Phase dürft ihr nun weiter Schaden machen und den Urdrauch endlich besiegen. Ich hoffe, ihr fandet das Video informativ. Wenn ja, hinterlasst doch eine Bewertung und einen Kommentar unter dem Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Mein Name ist Der Koali und ich bin für heute raus. Tschüss!